Willkommen zurück, Freunde. Nachdem beim letzten Mal die Freihändlerin unter mysteriösen Umständen gestorben ist und wir uns hier ein bisschen durchgemetzelt haben, geht es nun darum, das Tutorial, in dem wir uns immer noch befinden, komplett abzuschließen. Schauen wir mal, ob wir das jetzt hinbekommen. Okay, da konnte ich jetzt nur hier draufklicken. Alles klar. Dann schauen wir erst einmal. Hier haben wir einen Güterspot. Den hatten wir hier gehabt. Ansonsten direkt vor unserer Nase keine weiteren Güter. Draws its gaze. So, lassen wir jetzt zu, dass er auch noch das dritte Opfer macht. Nein, das werden wir nicht machen. Wir werden uns dem Kampf stellen. Hoffe ich zumindest. Ja, das erste klingt gut. Your ritual won't be finished, heretic! Ja, wunderbar. Das hat er ja gut hinbekommen. So, was... Oh, 140. Ui. Gut, dann versuchen wir doch mal, das hier irgendwie sinnig zu platzieren, oder? Auf jeden Fall ist jeder geschützt. Mit ihm können wir... Dann haben wir hier unseren Ansturm. Ausgewichen. Ei.
Eieiei. Pariert. Ui. I'll bring glory to my bloodline. Oder macht es vielleicht mehr Sinn? Ja, war jetzt nicht so der Burner. Ja, okay, zumindest einmal getroffen. Den muss ich wahrscheinlich eher von hinten oder von der Seite angreifen. Oh, 10 Damage schon gefressen. Ja, da habe ich mich hier wunderbar platziert. Und hier auch wieder legendär platziert. Na, zumindest die Bestie zweimal erwischt. Gut, was können wir hier noch machen? Na, das dicke Ding auch noch mal erwischt, okay. Ah, da unten ist auch noch was. Gut, er kann ziemlich weit ran, das ist gut. That's not the Seneschal's job. Ja, sehr schön. Und er heilt sich, nice. Okay, ich glaube, das Vieh muss hier aus dem Kreis raus. Sie muss da auch unbedingt raus, wegen der Säure. So, die splashen wir erstmal weg. Ah, sehr schön. Das mutierte Vieh hat auch noch was abbekommen. Das ist gut. Dann hat sie hier eventuell... Nee, das war nicht das, worauf ich es abgesehen hatte. Aber okay. I'm wounded. Ooh. Das war nicht gut. Gut, wir müssen aber irgendwie schauen, dass wir das Vieh dort rausholen aus diesem Kreis. Das ist so der einzige Ansatzpunkt, den ich aktuell habe. So, was haben wir? Den können wir rausnehmen. Sehr schön.
Da haben wir 38,95. Der ist tot. Sehr schön. Sehr schön. Dann haben wir jetzt nur noch das riesen fette Mutantenvieh. Und ich liege am Boden. Gut, das hat jetzt nicht funktioniert. Daneben bei 86%. So, er steht zu nah dran. So, schauen wir mal, dass wir mit ihr hier zumindest ein bisschen... Ja, das ist aber nicht gut. Was sagt sie? 71%. Ja, 71% sind eigentlich nicht so schlecht. Aber irgendwie auch schon. Gut. Ah, shit. Gut, der hat pariert, das ist gut. Oh. So, da können wir jetzt einen Blitz reinballern. Und sie kommt jetzt langsam in den kritischen Bereich. Sehr schön. Okay, er ist schon mal aus dem Kreis raus. Ist aber hier auch schon fast down. Mann. So, was haben wir hier? 66%. Das ist natürlich zu wenig. Er muss sich hier erstmal heilen. Ich glaube, ich gehe noch mal eben weg. Und in der nächsten Runde können wir dann noch mal loslegen. Oh, erwischt. Oh, shit. Zu spät gesehen. Zu spät gesehen, dass ich unsere Kollegin mit weggefetzt habe. Ah, das sieht nicht gut aus. Ja, sehr schön. Ja, der hat sich um 45 geheilt. Wäre das nicht passiert und wäre ich am Leben geblieben, würde es schon deutlich besser ausschauen. Aber
Es ist nun mal nicht so. I've seen worse battles than this in my time. Victory is imminent. Ja, okay, was jetzt? Someone else can do this. Not my worst day. Yes, not dead yet. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, alles klar. Das habe ich mir schon fast so gedacht. Also man muss ihn umhauen, da kommen wir nicht drum herum. Ich muss mal eben schauen, das hier müsste eigentlich der entsprechende Speicherstand sein. Gut. Dann werde ich jetzt mal ein bisschen mit Verstand an die ganze Situation drangehen und nicht so Brain AFK. Und dann sollte das auch was werden. Ah, okay, das ist die Positionierung von eben. So, wir lassen aber erstmal den Dicken angreifen. Da haben wir 66%, 95%. So, wir sehen jetzt hier einen potenziellen Tod. Ist das jetzt ein garantierter Treffer oder wie? Sonst hatten wir doch immer prozentuale Geschichten hier. Aber ja, gehen wir mal lieber bei 95 an die Materie ran. Sehr schön. Das ist mir ein bisschen sicherer. Power resides in the will of the righteous. Nee, nicht in Sichtweite, natürlich. Sehr schön. As the Emperor commands, I act. Doubt is for the weak. Wunderbar. Ja, ein bisschen getroffen, das war schon in Ordnung. Er könnte doch hierhin, genau. A tactically sound approach. 77%, ja. Sehr schön. Ah, sehr schön. Wenn ich auf den gehe, geht das auch nochmal auf den dicken Mutanten drauf. Ja, sehr gut. Aber er hat sich jetzt geheilt. So, sie ist nicht in der Suppe. Sehr schön.
91%. Sieht gut aus. Könnte jetzt natürlich sein, dass sich die Chaosbrut nur dann hochhält, wenn in der unmittelbaren Nähe jemand stirbt. Sah irgendwie danach aus. Oh, sie ist schon im Trauma. Das ging jetzt zügig. Oh, die muss erstmal aus der Suppe raus. So. Shit, ich wollte gerade sagen, Kleinvieh sollten wir umhauen. Kann ich sie hier irgendwie wiederbeleben? Ne, permanentes Trauma. Gut, für diesen Fight ist sie also raus. Ja, diese Runde hier läuft aber irgendwie schlechter als die letzte. Ja, und dieses Ding, ich sehe es nicht. Also bei Baldur's Gate hatten wir nochmal so ein Anzeichen gehabt, dass der Gegner uns angreift, wenn wir verschwinden. Aber hier haben wir kein Icon, was darauf hinweist. Oder ich habe es halt nicht gesehen. Aber hier hätte ich mir vielleicht das nochmal vorher anschauen sollen. Na, sehr schön. Ansonsten haben wir noch was für die nächste Runde. Not a problem for me. Ja, jetzt nicht so der Burner, aber egal. Zu nah dran, weiter geht's. Enjoy your luck while you still draw breath. That is not the Emperor's will. Gut, nicht nah genug dran, alles klar. Let me tend to your wounds. I stand in recognition. I'll do it. So, den Dude schon mal weg. Dann haben wir nur noch hier unten so einen Fußtrupp. Aber die Chaosbrut ist heftig genug. Gut, dann. Tried and tested tactics are the best ones. Das sieht mir aber auch aus, wenn ich hier jetzt hinspringe, wo ich hin möchte, bekomme ich dann die Seuche ab? I will do my duty. Ja, sie kippt auch um. Wir haben jetzt einmal ein Trauma und einmal bewusstlos. Beides ist nicht gut. Nothing I can't do. Ja,
Der da hinten nervt auch so ein bisschen. Da haben wir 86% ausgewichen bei 86. Das ist doch auch nicht dein Ernst. Ne, temporäre Wunden brauchen wir, glaube ich, nicht. Suits my purposes. Dann haben wir hier unseren Special-Angriff. Dürfen nochmal. Und nochmal. Sehr schön. Ja, und er heilt sich hoch. Nice. Oh, shit. It will be done. At your beck and call. Okay, wir stehen wieder auf. Und er gibt... Und wir kippen wieder um. Nice. Oh, Mann. So, und er ist... Also in dieser Runde hat er sich jetzt zweimal geheilt, aber am Ende ist er down. So, es gab eine kleine Unterbrechung mit einem sehr verwirrenden Paketboten, aber wir konnten alles klären. Deswegen können wir auch hier weitermachen. Sieht so aus, als wenn wir hier auch alle Güter eingesammelt hätten. Sehr schön. Unser Team ist wieder fit. Hat aber... Okay, die haben jetzt einen dauerhaften Debuff sozusagen. Vermutlich bis zum nächsten Rasten oder richtigen Hallen oder irgend sowas. Gut, werden wir uns auf jeden Fall auch nochmal später drum kümmern. Wir haben einen neuen Fähigkeitspunkt. Letztes Mal habe ich ja durchgezählt. Ich hätte es natürlich auch hier sehen können, dass das hier oben bis 15 geht. Und dann haben wir halt noch ein paar andere Dinge. Schauen wir uns erstmal an, was wir hier haben. Ja, das ist eventuell gar nicht so verkehrt, weil das hätte man eben gut brauchen können. Aber das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Ich würde mal sagen, er soll ein bisschen auf Überleben gehen. Wir haben ja hier noch einen Krieger, den wir vielleicht ein bisschen anders aufbauen können. Aber der hat eben auch ordentlich auf die Mütze gekriegt. Deswegen ist dicke Haut gar nicht so schlecht. Ja, genau, bei ihm war der Zähigkeitswert am höchsten. Von daher gehen wir auch da mit der Zähigkeit. Unsere Agenten. Mal eben schauen. Wahrnehmung und Willenskraft sind sehr hoch bei ihr. Intelligenz gar nicht so sehr. Ja, aber Intelligenz war, glaube ich, nicht so das Wahre. Gehen wir mit der Willenskraft. Wenn das eh der höchste Wert ist. Oha, und hier gibt man mir noch nicht mal einen Hinweis mit einem Daumen hoch oder so.
Oh shit. Ups, nee, das war falsch. Oh, 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 oh. Also hier gibt's einiges. Shit, ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Eventuell hier. Dann bekommt sie noch mal mehr Willenskraft. Ja, bevor ich hier noch Stunden verbringe, können wir das ruhig so machen. Was haben wir hier? Beweglichkeit und die Fertigkeiten. Ja, gehen wir mit der Beweglichkeit. Wir hatten beim letzten Mal, glaube ich, das hier gewählt. Das ist gut, weil sie ist in Range. Dann können wir uns schön in die Deckung zu einem anderen begeben und dann bekommt sie nochmal einen kleinen Schadensboost. Ja. Abgesehen von unserer Agentin hier, von der Hexe, war das in Ordnung. Aber aus ihr irgendwie was Vernünftiges zu basteln, wow, hat auf jeden Fall schon mal meine Kompetenz sehr gefordert. Nein, wir können nicht mit dir quatschen. So, sind wir jetzt von dort gekommen? Ah, sehr schön. Hier sind wir richtig. Ah, stimmt, wir sind ja jetzt auch der einzige Anwärter, weil der andere Typ hat sich hier in die Bestie verwandelt und wir haben ihn umgenietet. Von daher gibt es ja nur noch uns als rechtmäßigen Thronfolger. So, jetzt kommt noch mal der Verräter hier um die Ecke. Ah, der Drecksack ist ja entkommen, oder nicht?
As First Officer, it is my duty to inform you with the greatest regret and indelible sorrow that Lord Captain Theodora von Phalansius is dead. May her memory never fade from the annals of the dynasty. By right of blood succession, and with the absence of other kin who could challenge this decision. Nee, wir weigern uns nicht. It is hereby declared that the successor to Theodora von Valancius is her heir, the rightful inheritor of the Warrant of Trade, and the title of Rogue Trader. The official ascension ceremony will be held at a later time. In the interim... have you lost your tongues? Hail your lord! It is because of his toils that we all still live. Ja, wunderschöner Lord, der im letzten Kampf draufgegangen ist und hier der Adelard uns alle retten musste. The deed is done, Master. My apologies. I meant to say Lord Captain. The treachery of the Master of Whispers was fruitless, but victory came at a great cost. Lord Captain Theodora von Valancius perished along with her heir, Edelthrad, and thousands of crew members. Yet hope remained. For the second in line to the Rogue Trader dynasty survived. To hang the ancestral banners once again, and exact vengeance on the enemies of House von Valancius and humanity. Und damit sind wir jetzt Rogue Trader. Sehr schön. Wir haben den Titel bekommen. Sollten jetzt auch einiges an Macht erhalten, wobei die vermutlich nicht so spürbar sein wird. Aber der kleine Bosskampf, den wir hatten, war eigentlich ziemlich cool. Gut, einmal draufgegangen und beim zweiten Mal ein bisschen Glück gehabt. Aber wenn das so ein kleiner Vorgeschmack auf die Bosskämpfe sein wird, gefällt mir. Ja, eure Lordschaft, daran kann ich mich gewöhnen. Ja, schade, das Briefing ist nicht vertont.
Ja, das Porträt von ihm ist ziemlich cool. Ich würde auch sagen, das sieht nicht so ganz menschlich aus. Er hat aber was. Oh Mann, so viele neue Begriffe. Gut, aber das sind die leicht abgegradeten Typen. Ja, aber nicht schlecht. Die ganzen Dudes erhalten ihre Position, weil die vorherigen abgemurkst wurden. Gut, so haben wir auch unsere Position erhalten. Passt.
Ja, der hat uns jetzt hier aber ziemlich heftig gedisst. Lassen wir ihn am Leben. Ja, das ist erstmal keine gute Ausgangssituation, aber wir haben natürlich auch einiges, was wir jetzt machen können. Wir werden uns dann gleich auch mal die Quests anschauen. Hier gibt es ein Problem mit der Verlinkung, der Großinquisitor. Den können wir uns nicht anschauen, aber die Kronos-Ausdehnung, das ist ja das Zeitalter, in dem wir unterwegs sind.
Aber die alte Truppe bleibt uns anscheinend erhalten. Das ist erstmal gut. Hier haben wir auch unser Trönchen. Sehr nice. Da dürfen wir jetzt Platz nehmen. Wir sind aber ein bisschen klein dafür. Egal. Schauen wir mal. Oha. Jetzt haben wir hier auch noch Gerüchte. Sehr schön. Ah, das war diese Hauptaufgabe, die unsere Vorgängerin gemacht hat. Wir haben keine Verträge. Wir haben einiges an Quests. Erstmal benötigen wir hier neue Mitglieder. Und das hier scheint dann die Hauptmission zu sein. Gut, aber dann können wir eventuell noch mal eben fix mit ihr sprechen. Vorausgesetzt, ich finde sie auch. So, da haben wir erstmal eine Person, mit der wir quatschen können. Ja, dann machen wir das doch mal hier. Schöne Ansprache halten. Sollen wir so dreist sein und ihn mal fragen, wieso er so komisch ausschaut? Gut, das ist ein Stubenhocker, typischer Gamer, alles klar. Kinder der Leere sagt mir auch was. Ja, ich glaube, die Kinder der Leere habe ich mit... Beim letzten Mal hatten wir darüber gesprochen, dass es welche gibt, die im Warp leben. Ich glaube, da habe ich die Kinder der Leere so ein bisschen durcheinander gebracht. Wenn man ihm so zuhört, das ist ganz klar ein Gamer.
Okay, ich war jetzt hier schon wieder auf Game of Thrones unterwegs, aber Königsmord ist hier einfach nur ein schönes Brettspiel. Gut, für das Gespräch haben wir 44 Erfahrungspunkte bekommen, auch nicht schlecht. Gut, nette kleine Unterhaltung, wieder einiges über die Lore kennengelernt. Da haben wir jetzt die Dame, mit der wir sprechen sollten für die Quest. Sehr schön. Das machen wir noch eben fix. I indeed have a request, Rogue Trader. Ach, das Treffen ist jetzt. Oha, mit Waisenkindern reden. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Gibt ihnen Süßigkeiten, ist irgendwie so ein bisschen creepy. Ja, das war, glaube ich, ein guter Anfang. Nee, das oberste ist nicht gut. Nee, das auch nicht.
Ja, das erste sieht gut aus. Na, das zweite ist vielleicht ein bisschen zu sehr ego-polieren. Ja, das dritte ist interessant. Also 1 oder 3. Und es gibt am Ende auch noch Süßigkeiten. Ja, schwer zu sagen, ob die Ansprache jetzt gut war oder nicht, aber besser gelaufen, als ich anfänglich geglaubt habe. Damit sollten wir aber auch ihre Mission jetzt erledigt haben. Na, komm schon. Gut, schauen wir noch mal eben. Ja, persönliche Bitte ist erledigt. Dann können wir uns als nächstes einem der drei Aufträge hier widmen, um unser Team hier auch mal wieder so ein bisschen aufzubauen. Aber das werden wir dann beim nächsten Mal machen. Wobei wir eigentlich auch noch mal eben schnell auf die Karte blicken könnten. Aber hier folgt eine Ladezeit auf die andere. Ah, sehr schön. Wir haben hier zumindest einmal einen Marker für die entsprechenden Missionen. Das sind die drei Aufträge, die wir hatten, die ich mir als nächstes greifen wollte. Also beim nächsten Mal, nehme ich mal an, werden wir hier weitermachen.